Auf einer Anhöhe in der Ortsmitte von Nismar steht die kleine romanische Saalkirche, schnuckelig und hübsch gemacht. Dass sie heute so dasteht, verdankt die knapp 900 Jahre alte Kirche einem Förderverein. Den gibt's nicht mehr, dafür einen neuen. Der kommt mit dem Trecker daher und kümmert sich nun um das Mausoleum direkt neben der Kirche. Willst du das Haus nehmen? Das ist wahrscheinlich besser. Arbeitseinsatz am Wochenende. Mal wieder. Was vor 3 Jahren mit einem Subotnik begann, entwickelte sich zum Dauereinsatz. Im vergangenen Jahr gründete sich der Förderverein für das Mausoleum. Denn so sah es bis dahin aus. Völlig zugewuchert. Die Natur hatte sich ungebremst ihren Weg gebahnt, auch in der Gruft. Wir sind jetzt im Prinzip an den letzten Beräumungsmaßnahmen. Wo du jetzt stehst, war quasi alles mit Erdmassen bedeckt, als wir angefangen haben vor 2 Jahren. Und wir wollen im Prinzip hier wirklich reinen Tisch machen, alles sauber machen, die Särge auch wirklich freilegen. Die Särge, die haben sie vor 2 Jahren entdeckt. 5 an der Zahl, reich verziert, 100 Jahre alt. Hier unten zu sein, ist für die Männer jedes Mal ein erhabener, ehrfürchtiger Moment. Wie gesagt, jetzt funktioniert alles noch. Das ist hier wirklich schon etwas gewesen, wo man viel Geld reingesteckt hat, wo man viel wahrscheinlich auch an dieses Familienandenken irgendwo gedacht hat und den Leuten das eben auch hier über diese Särge auch verdeutlicht hat, wie wichtig man für die Familie war. Und deshalb rücken sie hier auch nicht mit schwerem Gerät oder Baggern an, sondern räumen Stein für Stein beiseite. Lange war unklar, wer hier eigentlich beerdigt wurde, denn die Grabplatte fehlte. Na, gesucht danach haben wir nicht. Wir wussten bloß, dass halt eventuell noch was drinnen liegen könnte. Ja, und dann haben wir beim Beräumen durch Zufall dann sind wir auf eine Ecke gestoßen. Da hat sich herausgestellt, dass die Platte an sich komplett erhalten ist. Fehlt bloß eine kleine Ecke. War mir sehr erstaunt, weil sie ist ja 3,5-4 Meter in die Tiefe gefallen. Dass die Platte intakt ist, gigantisch. Und dadurch konnten wir eigentlich erfahren, wer in dieser Gruft eigentlich beerdigt ist. Das wusste die Kirche nicht, es gab da keine Hinweise. Und jetzt haben wir zu den Särgen Namen. Und das ist, denke ich, gigantisch. Begraben liegt hier eine Großbauernfamilie. Sie besaß einen großen 4-Seiten-Hof gleich gegenüber der Kirche. Nach dem Krieg und der Enteignung ging diese Familie dann in den Westen. Heute wollen sie die Grabplatte noch in die Kirche bringen. Dafür arbeitet aber erstmal nur einer. Die anderen gucken zu. Man könnte denken, du machst den ganzen Tag nichts anderes. Auftrag entpolieren, ihr kennt das doch noch. Nun ist aber auch mal gut, ab damit in die Kirche. Dass er hier gesichert ist. Weil wir immer Angst haben, wenn die hier drinnen steht, nicht, dass doch mal irgendjemand kommt und dann liegt sie wieder drinnen. Und dann ist sie ganz kaputt. Und das will hier wirklich niemand. Außerdem ist die Platte in der Kirche auch gleich noch Anschauungsobjekt. Denn Kevin, der Ortschronist, hält hier auch regelmäßig Vorträge. Wichtig ist ja auch, wenn man so ein Projekt hat, muss ja auch mal Öffentlichkeitsarbeit machen. Und wir sind jetzt nur 8 Mitglieder, aber es interessiert doch viele, was hier passiert. Und die Kirche ist der ideale Ort dafür. Nach ihrer Sanierung wird sie für Gottesdienste genutzt und ist auch ein Gemeinschaftsort. Eine Gaststätte, so Kevin, gibt es in Nismar schon lange nicht mehr. Er kann sich keinen besseren Ort vorstellen, um lokale Geschichte zu vermitteln. Ja, und ähnlich wie die Kirche soll nun auch das Mausoleum langfristig gesichert werden. Wir wollen was erhalten, was eigentlich auf dem Dorf sensationell ist. Wer hat das? Für heute aber ist Schluss. Arbeitseinsatz beendet. Und das war ganz sicher nicht der letzte in Nismar.